10 YouTuber, die im TV bloßgestellt wurden. Das sieht doch super aus. YouTuber. Das gucken wir uns mal an. Und da haben wir wieder den guten Luca am Start. Gucken wir uns das mal jetzt hier an. Komm. Und Fernsehen, das passt irgendwie nicht wirklich zusammen. Denn da viele YouTube-Stars ihre Videos meistens nur alleine zu Hause vor der Kamera drehen, fehlt ihnen auf der großen Fernsehbühne oft das gewisse Entertainment-Talent. Und da viele Fernsehsendungen sich eher an ältere Zuschauer richten, haben manche Moderatoren auch kaum eine Ahnung davon, was es auf YouTube überhaupt zu sehen gibt und wieso YouTuber mit ihren Videos so beliebt sind. Genau deshalb kommt es im Fernsehen öfter mal zu unangenehmen Situationen. Manchmal blamieren sich TV-Stars mit uninformierten Aussagen über YouTuber und ab und zu sorgen die YouTuber auch selber für peinliche oder umstrittene Aktionen, für die sie dann im Fernsehen heftig bloßgestellt werden. Beginnen wir direkt mit einem TV-Beitrag, der zwar schon etwas älter ist, aber einige umstrittene Machenschaften der größten YouTube-Stars und ihrer Manager ganz offen bloßstellt. Die Rede ist von Eier aus Stahl, einer Rubrik aus dem Neo-Magazin Royal. Dort stellt Moderator Jan Böhmermann die größten YouTube-Stars aus dem Jahr 2015 vor, unter anderem Unge, Dena und Bibis Beauty Palace. In einer sarkastischen Art kritisiert Böhmermann die Geschäftsmethoden der YouTube-Stars. Zum Beispiel macht er darauf aufmerksam, dass Unge einen millionenfach angesehenen Werbeclip für eine Krankenkasse gar nicht als Werbung markiert hat. Auch Sami Slimani, der seinen minderjährigen Fans emotional davon erzählt, dass er jetzt eine eigene Marke hat, wird von Böhmermann genau dafür kritisiert. Startet heute und launcht heute die Marke meiner Geschwister und mir, Maison Slimani. Es ist wirklich ein Traum, der wahr wird und ich muss echt mein Menschenmöglichstes tun, nicht emotional zu werden, weil... 1,1 Millionen 13-Jährige haben jetzt das große Glück, oh mein Gott, ich muss wirklich aufpassen, haben das große Glück, alles von Sami Slimani kaufen zu können. Das ist ja quasi wie Merchandising von einem echten Künstler. Auch die Aussage von YouTuber Dena, er würde sich als AfD-Wähler bekennen, was er inzwischen übrigens wieder zurücknahm, wurde in der Sendung kritisiert. Kern der ganzen Kritik des Neo-Magazins waren allerdings vor allem die kontroversen Werbemethoden der YouTube-Stars. Und so wurde aufgezeigt, dass es vielen der größten YouTuber nicht um Authentizität geht, sondern eher darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Machen wir weiter mit einem YouTuber, der wortwörtlich im Fernsehen bloßgestellt wurde. Und zwar ABK. Er nahm im Jahr 2016 am Casting für die RTL-Show Deutschland sucht den Superstar teil. Obwohl ABK eigentlich gar nicht so überzeugt von seinem Gesang war, trat er bei einem offenen DSDS-Casting in seiner Stadt auf. Und zu seiner Überraschung war die Jury begeistert von ihm und wollte, dass er auch an den weiteren Casting-Terminen teilnahm. Das tat Ralim auch und trat so schließlich sogar vor die echte TV-Jury. Obwohl er wusste, dass er eigentlich gar kein guter Sänger war, ließ ihm der Sender selbst kurz vor dem Auftritt im Glauben, dass er wirklich das Zeug zum Superstar hatte. So trat er auch ganz selbstbewusst vor der Fernsehjury auf, nur um wenig später von Dieter Bohlen unterbrochen und sogar beleidigt zu werden. ABK wurde also von den Produzenten der Sendung erst motiviert, einfach nur, um ihn dann beim Fernsehauftritt ins Messer laufen zu lassen. Doch die Bloßstellung von Millionen von Zuschauern wurde ABK letztendlich doch noch erspart, denn der Sender entschied sich dazu, den Auftritt nicht auszustrahlen. Kommen wir nun zu einem weiteren deutschen YouTuber, der im TV bloßgestellt wurde. Und zwar zu Alex V. Dieser wurde vor 2 Jahren für einen Talkshow-Beitrag im ZDF-Abendprogramm von der ehemaligen TV-Moderatorin Ulla Kock am Brink für einige Zeit mit der Kamera begleitet. Unter dem Motto Ex-Fernsehprofi trifft modernen YouTube-Star unterhielt sich Kock am Brink mit Alex V und gewann einen Eindruck über sein Leben und seine Tätigkeit. In der Sendung diskutierte sie anschließend mit Moderatorin Dunja Hayali über Alex V und YouTuber im Allgemeinen. Obwohl sich Ulla Kock am Brink in dem zuvor gezeigten Beitrag gut mit YouTuber Alex verstand, begann sie dann im Gespräch heftig über ihn und andere Online-Videoproduzenten herzuziehen. Sie erklärte, dass in Alex Videos wenig Arbeit steckt und dass sie es perfide findet, dass YouTuber auf Authentizität setzen, nur um am Ende Produkte verkaufen zu können. Ebenfalls hofft sie, dass die Zuschauer irgendwann realisieren, dass sie nur belogen werden und glaubt, dass sich YouTube bald selbst zerstören wird. Dafür bekannt, eine besondere Authentizität in den Protagonisten zu zeigen. Das heißt, ich bin echt und du bist echt und wir sind echt und wir sind eine Hund. So, also wir sind eine Familie irgendwie. Und das ist natürlich verlogener Mist, weil die Produkte, die an den Mann, an das Mädchen, an den Jungen gebracht werden, ja nicht als solche
erkennbar sind. Statt dass Moderatorin Dunja Hayali eingreift oder die kontroverse Meinung ihres Gastes hinterfragt, bekräftigt sie die Aussagen noch. Hast du den mal zur Seite genommen und gesagt, Junge, in 10 Jahren mit der Privatsphäre, da wirst du dich noch umgucken? Auch diese Frage beantwortet die 58-Jährige damit, dass YouTubern Privatsphäre gar nichts bedeuten würde. Ganz im Gegenteil, ihr Privatleben machen sie ja schließlich zu Geld. Kommen wir nun zu einem anderen YouTube-Star, der im Fernsehen... Ja, auf ein paar YouTuber stimmt das, was die sagt, keine Frage, aber die kann das doch nicht so verallgemeinern, mein Gott, Alter, was labert die da? Zwar nicht bloßgestellt wurde, aber trotzdem ein sehr unschönes Erlebnis hatte. Und zwar zu Hazel vom Kanal Pocket Hazel. Die deutsche YouTuberin war vor kurzem in der ZDF Morning Show volle Kanne täglich als Gast eingeladen. In der Sendung, die übrigens live übertragen wird, hat sie sich souverän präsentiert. Und wie sie in einem späteren Video erklärte, war Hazel mit dem Auftritt an sich auch gar nicht unzufrieden. Allerdings gab es eine Sache, an der sie sich störte und die sie auch etwas traurig machte. Denn das ZDF sorgte bei der Ankündigung der Gäste der Show nämlich für einen Fehler, der bei einem professionellen Sender niemals passieren sollte. Auf der Internetseite von Volle Kanne war zwar Hazels Name zu sehen, allerdings nicht ihr Foto. Lol. Gezeigt wurde stattdessen die YouTuberin MyLab. Sie hat, genau wie Hazel ebenfalls, vietnamesische Wurzeln. Was Hazel vermuten ließ, dass jemand einfach asiatisch aussehende Frau gegoogelt und dann MyLabs Bild eingefügt hat. Was den groben Fehler des ZDFs noch etwas schlimmer macht, sowohl einfach falsches Foto drin, die Arme, ey. So hart, ey. Hazel als auch Mai sind beide beim öffentlichen Rundfunk tätig. Und so ist Hazels letzter Appell an ihre Kollegen mehr als nachvollziehbar. Sie will, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen endlich ihren Namen merken. Und auch ihr Gesicht. Auch YouTuberin Dagi B musste im Fernsehen schon einiges über sich ergehen lassen. Neben einem unangenehmen Interview bei TV Total hatte sie erst vor kurzem etwas Ärger in einer anderen Sendung. Ja, Mann, das hab ich live gesehen sogar. Ich schwör's, jetzt habe ich live im Fernsehen gesehen. Und dann dachte ich mir, Leute, was zur Hölle hat die Kelly da an, Digga? Ey, man ist einmal im Fernseher, ne? Und dann zieht man sowas an. Ich bitte euch. Klar, jeder hat unterschiedlichen Style, aber was sind das für Schuhe? Und was ist das für ein Ding hier, Alter? Da frage ich mich, warum geht man denn so ins Fernsehen, Digga? Weil da geht's ja noch völlig in Ordnung, ne? Aber was zur Hölle ist das denn? Denn bei Joko und Klaas gegen ProSieben sollte sie mit YouTube-Kollegin Kelly Mrs. Vlog für ein Studiospiel Zigaretten ordentlich in eine Schachtel packen. Also, nicht negativ gemeint, die sieht ja eigentlich gut aus, ne? Ich hab nichts gegen die, aber was hat die da angehabt, Alter? Da hab ich mich echt kaputt gelacht. Doch, da sie die Zigaretten falsch herum reinsteckten und ProSieben diesen Fehler nicht bemerkte, erhielten der Sender, wie auch die YouTuber, ordentlich Kritik. Doch vor allem aber ein bestimmter TV-Beitrag sorgte bei Dagi B für viel Frust. Denn die Sat.1-Sendung Endlich Feierabend setzte sich kritisch mit dem neuen Geschäftsmodell von Dagi Bs Klamottenlabel Dagi Shop auseinander. Bei der Dagi Shop Pop-Up-Tour wurden kurzzeitig an immer wechselnden Orten Geschäfte errichtet, in denen man Dagis neuesten Merch kaufen kann und auch die Chance hat, den YouTube-Star persönlich zu treffen. Da so etwas ein großer logistischer Aufwand ist und eine komplexe Organisation wie auch eine eigene Security benötigt, musste für den Einlass in die Pop-Up-Stores eine Gebühr von 5,90 Euro gezahlt werden. In dem Sat.1-Beitrag wurde dieses Bezahlmodell ausführlich hinterfragt und sogar ein eigenes Experiment unternommen. Dafür begab sich ein Reporter der Sendung in ein Einkaufscenter und verlangte am Eingang 5,90 Euro Eintrittsgebühr. Nur um zu gucken, wie die Leute reagieren. Natürlich waren die Kunden nicht erfreut darüber und fragten sich, warum sie dafür Geld zahlen sollen, einkaufen zu dürfen, was Dagis Geschäftsmodell sehr schlecht aussehen ließ. Am meisten regte sich Dagi allerdings über einen anderen Beitrag von Sat.1 auf. Im Frühstücksfernsehen erklärte nämlich ein sogenannter Business Coach, dass Dagi B mit Instagram monatlich über 280.000 Euro verdienen würde. In einem knapp 25-minütigen Antwortvideo erklärte Dagi, dass dies absolut nicht stimmte und beschwerte sich auch darüber, dass die Aussagen im Beitrag komplett aus dem Kontext gerissen wurden. Kommen wir nun zu einer Sendung, deren eins... Lol, KSI einfach. Keine Ahnung, das mit Dagi fand ich schon hart da. Was für 5,90 Euro zahlen, damit die Leute in den Laden können und sich den Merch kaufen können. Das ist schon echt hart. Aber es wurde auch mal gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, bei Dagi oder Bibi oder beiden. Wenn man die getroffen hat, musste man irgendwie, was weiß ich, 50 Euro, 20 Euro für ein Foto zahlen oder so. Was ich einfach absolut dreist finde, Alter, wenn das stimmen sollte. Ne? Ich will jetzt hier nichts
Falsches sagen, aber wenn es stimmen sollte, ist das schon echt hart. Oder ich weiß nicht, ob das schon irgendwo bestätigt worden ist. Oder ob ihr das vielleicht wisst, Leute. Aber das ist schon echt hart. Ne? Wenn man Geld für ein Foto verlangt. Das ist schon sehr, sehr hart. Da geht es ja auch darum, die Leute zu einem Selfie zu kriegen. Ist halt wie ein Meet and Greet, für das man dann zahlt. Ja, aber trotzdem, keine Ahnung, dann sollte man das anders verpacken, ne? Oder die haben es falsch dargestellt. Ich habe es das jetzt nur so wiedergegeben, wie es hier dargestellt wurde. Conny, ja, mal gucken, was es mit KSI kommt. Einziger Zweck es war, einen YouTuber völlig bloßzustellen. Und zwar zu der Comedy Central Show KSI Demolished. Ähnlich wie in anderen klassischen Roast-Sendungen, in denen sich Prominente von mehreren Comedians und anderen Stars permanent beleidigen lassen müssen, erging es auch dem britischen YouTube-Star KSI in KSI Demolished. Vier englische Comedians warfen dem YouTuber heftige Beleidigungen an den Kopf. Viele davon gehen sogar so weit, dass man sie in unserem Video gar nicht aussprechen kann. Noch unangenehmer wurde das Ganze für KSI dadurch, dass neben den Comedians und einem ganzen Publikum auch noch seine Eltern anwesend waren, die alle Beleidigungen über ihren Sohn mit anhören mussten. Doch KSI durfte sich auch wehren und konnte eigene Sprüche vortragen, mit denen er sich über die anderen Comedians lustig machte. So sagte er zum Beispiel, dass er wenigstens berühmt ist und viel mehr Follower hat als etwa die Komikerin Michelle Sword. Aber ich kann dir helfen, deine Abonnentenzahlen zu verdoppeln, sagte KSI zu der Britin. Und zwar, indem ich dir folge. Ebenfalls sagte er, dass er selbst wenn er sich nur auf dem Klo filmen würde, immer noch mehr Zuschauer hätte als alle seine Kritiker zusammen. Als letztes kommen wir zu einer der größten Late-Night-Shows im Fernsehen und einem YouTuber, der sich dort blamierte, ohne dass er überhaupt zu Gast war. Die Rede ist von der amerikanischen Tonight Show mit Jimmy Fallon und von dem YouTuber Keemstar. Keemstar macht eigentlich News-Videos zu diversen YouTube-Dramen. In seiner Freizeit... Tim Ackermann haut 102,37 Euro raus? Was? Moin, nee, bin jetzt auch auf Twitch am Start. Lass es dir gut gehen. Ey, Bruder, Tim Ackermann. Bruder, wie in meinem Top 100 Video, Alter. Ey, alle mal hier ein blaues Herz rein für den Tim Ackermann, Digga. Der kommt ja auf einmal um die Ecke mit 100 Euro. Ackermann, das sind deine blauen Herzen hier. Danke für deine 100 Euro. Das ist nicht selbstverständlich, sowas wirklich... Von ganzem Herzen, danke, danke. Ne, Tim Ackermann, den kenne ich schon länger. Das ist keiner, der hier Fake-Donations macht oder so. Dankeschön. Rappt er zudem aus Spaß manchmal über Beats, die er online findet. Einmal präsentierte er seinen Zuschauern einen Ausschnitt aus seinem selbstgemachten Song Dollar in the Woods. Found a dollar in the woods. I was in the woods. Found a dollar. Should I give your mom a motherfucking holler? Found a dollar in the woods. Oh, ist das für eine Scheiße? Mach das bitte weg. Hallo. Das Lied war so schlecht, dass es manche schon wieder gut fanden und Keemstar deshalb ein ganzes Musikvideo drehte und den Song sogar auf Spotify veröffentlichte. Kommen wir nun wieder zu Jimmy Fallons Late Night Show. Der Moderator wurde aufmerksam auf das Lied und spielte es tatsächlich live in der Sendung ab. Aber nicht, weil er es so gut fand. Eher um zu zeigen, wie furchtbar Lieder sein können. Der Song führte auch zu Gelächter im Publikum, doch am Ende begann seine Studioband damit, das Lied in einer Variante zu spielen, die tatsächlich gar nicht so schlecht klang. Bevor wir das Video beenden, haben wir noch eine nennenswerte Erwähnung. Denn vor allem bei einer Sendung kam es immer wieder zu unglücklichen Auftritten von YouTube-Stars. Und zwar bei TV Total. So wurden schon Dagi B und Bibis Beauty Palace bei knallharten Fragen von Stefan Raab etwas bloßgestellt. Zum Beispiel, als es um ihre schulische Ausbildung und ihren Beruf ging. Während Bibi noch erklärte, dass sie Studentin der Sozialwissenschaften ist, sagte Dagi B nur, dass sie YouTube-Videos macht und noch andere Dinge. Welche Dinge das wären? Darauf wusste sie keine Antwort. Auch Concrafter Luca trat schon bei TV Total auf und musste ein paar Seitenhiebe von Raab einstecken. So wurde er vom Moderator gefragt, warum er denn ein ganzes Buch über Minecraft Tipps rausbringt, statt einfach ein Video darüber zu machen. Diese Frage beantwortete sich Raab dann einfach selbst mit der Aussage, ach nee, dann gibt's ja kein Geld. Das war's jetzt auch schon mit unserem Video. Ja, war's auf jeden Fall ein geiles Video, Alter.
Oh Mann, oh Mann. Ja, ich vermisse auch echt diese TV-Total-Zeiten, ne, mit Stefan Raab. Das war schon echt sehr, sehr nice, ey.